Wie wir gesehen haben, bildet eine sorgfältige Definition und Priorisierung der Projektziele eine unablässige Basis für die Projektplanung und Projektabwicklung. Zunächst haben Ziele im Allgemeinen folgende durchwegs positiven Wirkungen auf die Projektdurchführung. Mit den Zielen wird die Richtung vorgegeben. Richtig definiert fördern Ziele die Motivation der Projektbeteiligten. Insbesondere helfen Ziele den Mitarbeitern, ihre Tätigkeiten als Teil eines Ganzen besser zu verstehen. Und mit der laufenden Annäherung an die Ziele kann der Fortschritt der Arbeiten verfolgt werden. Dabei zeigt sich, dass unterschiedliche Arten von Zielen sich gegenseitig bedingen können, wie zum Beispiel Zeit- und Kostenziele. In vielen Fällen konkurrieren sie aber auch miteinander, wodurch Zielkonflikte entstehen können. Solche Zielkonflikte sind besonders augenfällig, wenn nur ein bestimmtes Projektbudget zur Verfügung steht, was den Umfang der eingesetzten Ressourcen und Kapazitäten einschränkt, oder wenn das Projekt zu einem bestimmten, recht ambitionierten Endtermin fertiggestellt sein soll, gleichzeitig aber sehr hohe Ansprüche an Umfang und Qualität des Projektergebnisses gestellt werden. Wenn also beispielsweise ein großer Funktions- und Leistungsumfang oder eine hochwertige Ausstattung oder teure Designmerkmale gewünscht werden. Bei der Festlegung der Projektziele sind deshalb folgende Aspekte zu berücksichtigen. Die Zieldefinition muss möglichst präzise sein. Bei großen Vorhaben empfiehlt es sich, Teilziele zu definieren. Der Detaillierungsgrad der Ziele sollte stufenweise erhöht werden. Ganz wichtig ist es, Prioritäten festzulegen. Hier hat sich eine Einteilung in sogenannte Muss-, Soll- und Kann-Ziele sehr bewährt. Auch der Ausschluss von bestimmten Merkmalen, sogenannte Nicht-Ziele, kann gelegentlich erforderlich sein, um für Klarheit zu sorgen. Wichtig ist auch, Termin- und Kostenziele, also letztlich die Termin- und Budgetplanung, mit dem Auftraggeber des Projekts abzusprechen und sich von diesem absegnen zu lassen. Für jedes Projekt ist die Wahl einer geeigneten Projektorganisation von entscheidender Bedeutung. Die Projektorganisation muss dabei die Besonderheiten des Projekts, wie zum Beispiel Größe, Komplexität, Dauer, Neuartigkeit des Projektgegenstands, Projektumgebung usw. berücksichtigen. Man unterscheidet grundsätzlich drei mögliche Formen der Projektorganisation. Die erste und einfachste Form ist die der Einflussprojektorganisation. Die funktionale Hierarchie des Unternehmens bleibt hierbei unverändert. Das Projektteam bildet sich aus Mitarbeitern aus bestehenden Einheiten und der Projektleiter übt koordinierende bzw. beratende Aufgaben aus. Das heißt, er muss auf das Team über Verantwortliche der Linienorganisation einwirken. Vorteile dieser Organisationsform sind: Es ist wenig Formalismus erforderlich, die Mitarbeiter bleiben in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung, es besteht eine relativ hohe Flexibilität. Nachteile sind: Der Projektleiter hat keine formalen Rechte und Pflichten. Er ist sozusagen nur ein Kümmerer. Es besteht daneben die Notwendigkeit ständiger Absprachen und die Entscheidungsfindung gestaltet sich oftmals umständlich. Eine sehr häufig angewandte Organisationsform stellt die Matrix-Projektorganisation dar. Bei dieser Form sind die Kompetenzen aufgeteilt zwischen dem Projektleiter, der die fachliche Zuständigkeit besitzt, und dem Linienvorgesetzten, der weiterhin disziplinarisch verantwortlich bleibt. Vorteile sind: Die Position des Projektleiters ist formal aufgewertet. Die Organisationsform ermöglicht einen zeitlich flexiblen Einsatz von Projektmitarbeitern. Der Zugriff auf Spezialisten ist auch temporär möglich. Nachteile: Es ist viel Formalismus erforderlich, um Verantwortung, Kompetenzen und Ähnliches abzugrenzen. Es besteht die Gefahr häufiger Ziel- und Interessenskonflikte sowie hoher Belastung der Mitarbeiter. Zuletzt die reine Projektorganisation. Das Projekt ist jetzt eine eigenständige Organisationseinheit. Der Projektleiter hat volle Kompetenz für Projektmitarbeiter, Betriebsmittel und Budget und er hat sämtliche Entscheidungs- und Führungskompetenzen. Die Projektmitarbeiter werden aus der bestehenden Organisation herausgelöst und sind vollamtlich für das Projekt im Einsatz. Die Vorteile sind: klare Projektverantwortung, klare Kompetenzen des Projektleiters, sicherer Personalzugriff, kurze Entscheidungswege, wenig Tageskonflikte mit anderen Abteilungen oder Projekten. Nachteile dagegen:
Der Personalaufbau ist oft schwierig, mögliche Rückführungsprobleme, enge Orientierung an nur einem Projekt, Abkapselung gegenüber anderen Projekten und Bereichen sowie die Gefahr freier Kapazitäten.